Ja. Zu den Herren. Super, mit danke. Und daneben. Hallo. Liga 3AT. Regionale. Ja, schon. Ja, ich bin schon zufrieden, aber das hat jetzt eigentlich nicht nur mit dem Ergebnis zu tun, sondern man darf nicht vergessen, wir haben heute, glaube ich, 7 Stammspieler auch vorgeben müssen. Wir sind eigentlich mit dem letzten Aufgebot angereist und das hat aber sicherlich diesen Trainingszweck, den wir uns erhofft haben, den hat es erfüllt. Und dass natürlich dann am Schluss es auch noch ein Sieg geworden ist, das ist natürlich für die teilnehmenden Spieler umso schöner. Meine Mannschaft hat eigentlich taktisch sehr clever gespielt. Man sollte nicht vergessen, dass wir einige Spiele in Positionen probieren, haben, also die sie noch nie zuvor begleitet haben, eben aufgrund der Verletzten und aufgrund der Kranken, die wir, wie gesagt, eben heute nicht dabei hatten. Und sie haben sich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Also ich möchte jetzt keine Priorität, Punkt erste oder zweite Hälfte setzen. Ich glaube, sie haben in beiden Hälften eigentlich das gemacht, was man von ihnen erwarten konnte. Ich habe von Red Bull eigentlich noch ein bisschen mehr Druck erwartet. Und dass es im Endeffekt eben nicht so gekommen ist, das muss ich sagen, hat sicherlich auch mit der Moral der Mannschaft zu tun gehabt. Okay. Vorbereitung sagen, sind Sie gerüstet für die Frühjahrssaison? Ich würde sagen, wir waren sogar sehr, sehr gerüstet bis zur letzten Woche. Jetzt hat uns ein Grippevirus erwischt. Also wir haben 8 Leute momentan mit Grippe im Bett und man wird abwarten. Und ich hoffe doch, dass der ein oder andere noch dazukommt. Die Ziele für die neue Saison, also für die
Frühjahrssaison jetzt für die Rückrunde? Ja, sind von uns eigentlich relativ klar vorgegeben gewesen. Wir haben mehr oder weniger geplant, innerhalb von 3 Jahren vielleicht wirklich an der Spitze mitzuspielen, dass wir jetzt im ersten eigentlich überraschend relativ weit vorne liegen. Das hat uns natürlich gefreut. Kann aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir wissen, dass natürlich mit dem GRK eine Übermannschaft in unserer Liga agiert und es eigentlich keinen Weg gibt, an diese Mannschaft mit unseren Möglichkeiten heranzukommen. Und es kann unter Umständen sogar noch schlimmer werden in der kommenden Saison. Man stelle sich nur vor, dass der GRK nicht aufsteigt, Hartberg runterkommt. Also dann muss ich sagen, dann das Aufrüsten von Klagenfurt ist, glaube ich, niemandem verborgen geblieben. Und Pasching, habe ich gehört, hat auch einige neue, qualitativ gute Spiele dazu bekommen. Also es wird eine sicherlich sehr, sehr schwierige Meisterschaft auch in der nächsten Saison werden. Wir sind zufrieden, wenn wir irgendwo in der Liga noch verbleiben und hoffen auf bessere Zeiten oder dass wieder der ein oder andere vielleicht in finanzielle Nöte kommt, dass er nicht diese Aufwendungen natürlich vornehmen kann. Ja, die zweite Hälfte, die war eigentlich sehr okay von unserer Seite, finde ich. Also da haben wir wirklich eigentlich das gespielt, was wir können. In der ersten Hälfte haben wir ein bisschen verschlafen, wobei man generell sagen muss, dass die Gegentore eigentlich, dass wir uns da wirklich teilweise echt blöd angestellt haben. Und ja, aber wie gesagt, die zweite Hälfte, die war auf jeden Fall okay. Ich glaube, zu den Zielen für die Frühjahrssaison, weil absteigen wird wohl nicht mehr und auch den Titel wird schwer. Wir haben, wie gesagt, es wird schwierig, klar, dass wir nach vorn kommen, nach hinten wird auch nichts mehr passieren. Aber wir haben gesagt, dass wir einfach alle Spiele, dass wir versuchen, alle Spiele zu gewinnen, in jedes Spiel so reingehen, dass wir das gewinnen wollen. Und dann werden wir sehen, was dann am Ende der Saison rauskommt. Und wir haben auch das Cup-Viertelfinale noch. Das ist zwar gegen die eigene erste Mannschaft, was ein bisschen ungut für uns war eigentlich, aber auf das freut sich eigentlich auch jeder. Das ist auch ein großes Ziel für uns.